Herzlichen Dank, Herr Präsident. Die Frau Eder hat gerade so von dem anderen Geschäftsführer geschwärmt, der gesagt hat, mei, wie super und wie toll. Deswegen der Kurzarbeit. Ich gebe Ihnen recht, dass die sicherlich berechtigt war für die Corona-Kurzarbeit. Wenn man aber sich jetzt diese neue Gesetzesänderung anschaut und wo es die Verlängerung der Kurzarbeit gibt für eben also betroffene Betriebe aufgrund neuer wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Das heißt, man ist hergegangen und hat die Kurzarbeit alt, die es immer schon gegeben hat, einfach jetzt den Gegebenheiten adaptiert. Da muss ich dann ehrlich sagen, würde der gleiche Geschäftsführer diese Aussage nicht mehr treffen, weil aufgrund der komplizierten Hürden, ja, die man eingezogen hat, hat man wieder etwas gemacht, typisch Regierung, man kündigt was toll an, was super klingt, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, wenn es um die Praxis geht, ist es in Wirklichkeit wieder nicht, ist es eigentlich ein Rohrkrepierer, weil es wird kaum jemand diese Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Und ich sage dann jetzt warum. Es gibt noch immer nicht die neue Sozialpartnervereinbarung. Es steht nach wie vor, gibt es noch keine Richtlinien. Das heißt, du weißt noch nicht, was ist jetzt definitiv auf 1.7. Gesetz. Hat aber sehr wohl das AMS beauftragt, dass alle Betriebe, die voraussichtlich eventuell mit 1. Juli eine Kurzarbeit benötigen, aufgrund vor allem Materiallieferschwierigkeiten, hohen Energiekosten, die hätten das bis 9.6. entscheiden müssen, dass sie eine Kurzarbeit beantragen möchten und für was man den Arbeitskreis aus AMS, Kollektivvertragspartnern, Wirtschaftskammer braucht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Warum? Wenn ich als Unternehmer Kurzarbeit beantrage, mache ich das ja in erster Linie, weil ich keine Arbeit für meine Mitarbeiter habe oder die Arbeit nicht im vollen Ausmaß. Welche Alternativen kann das AMS dann bitte in so einer Situation vorschlagen? Habt ihr eigene Lager für Glas, für Metall oder irgendwas? Also ja, es ist gut, dass man das Instrument der Kurzarbeit weiterdenkt, beibehält, unabhängig von Corona, aber so begeistert würde dieser Geschäftsführer die jetzige Kurzarbeit sicherlich nicht interpretieren. Und die zweite Sache ist diese sozusagen wieder Verordnungsermächtigung. Schon langsam habe ich das Empfinden, aufgrund dieser permanenten Ministerwechsel, dass ihr die Minister halten müsst, mit je mehr Macht ihr einen Minister gebt, umso eher bleibt er. Weil es gibt jetzt nur mehr Verordnungsermächtigungen und Parlament, Diskussionen, wirklich auf Situationen reagieren, ist eigentlich mehr oder minder abgeschafft. Aber bei dieser Sonderfreistellung, besonders schützenswerte werden die Mütter. Das habe ich vom ersten Moment an gesagt. Ich weiß, das liegt nicht in Ihrem Ressort, weil da eigentlich der Sozialminister dafür zuständig wird. Warum kann sich die Regierung nicht durchringen, diese besondere Art einer Pandemie einfach bitte auch als Grund für ein vorverlegtes Beschäftigungsverbot anzuerkennen, dann kann die werdende Mutter zum Frauenarzt, zum Amtsarzt gehen, der überprüft es eh, bekommt die Bestätigung, der Arbeitgeber muss nicht wieder in Vorleistung treten, weil wir tun ja jetzt auch mit der GKK rückrechnen, der Arbeitgeber wird nicht in eine sogenannte Prüfungsverantwortung gezogen, ob das wohl alles stimmt, was die sagt, was ist dran so schwierig, weil auch jetzt bezahlt die ÖGK praktisch das fortgezahlte Ende zurück und ein vorverlegtes Beschäftigungsverbot, sprich früherer Wochengeldbezug ist auch Versicherungsleistung. Was ist da dran so schwierig? Ich verstehe es nicht. Warum kann man das nicht im Interesse dieser werdenden Mütter einfach so einfach machen und wir hätten vielleicht auch ein Instrumentarium für künftige unter Umständen irgendwelche Viren oder Dinge, die sicherlich noch auf zukommen sind. Also ich würde Sie wirklich einmal bitten, Herr Arbeitsminister, sprechen Sie mit dem Herrn Rauch darüber, vielleicht gäbe es wirklich diese Lösung und das war eine endgültige Lösung und man könnte das in jeder Situation anwenden.